Nicht alles, was in Scheunen vor sich hinrostet, lohnt noch eine Restaurierung. Solche Autos dienen dann als Teileträger für andere. Oder man verwandelt sie in etwas ganz Besonderes. Etwas, das nur durch sehr großen Aufwand hergestellt werden kann. Wie ein echtes Cabriolet. Der berühmte Bremer Automobilhersteller Borgward startete 1954 sein erfolgreichstes Modell, die Isabella. Und nur für seine Frau ließ er die Limousine in ein schnittiges Coupé verwandeln. Doch das Aufsehen war so groß, dass ab 1957 das Borgward Isabella Coupé für knapp 11.000 Mark allen Freunden der Marke zugänglich wurde. Die Kölner Karosseriebaufirma Deutsch verwandelte zu dieser Zeit viele Großserienlimousinen in schicke Cabrios. Neben Opel und Ford auch Borgwards Isabella. Genaue Zahlen sind unbekannt, doch kaum 2 Dutzend Cabrios auf Basis des Isabella Coupés dürften entstanden sein. Gerade genug, um eines der raren Originale als Vorbild für eine detailgetreue Nachbildung zu nehmen. Und jeder, der sich ein wenig im Karosseriebauhandwerk auskennt, weiß, wie aufwendig ein echtes Cabriolet im Detail ist. Borgward musste 1961 Konkurs anmelden. Über die Hintergründe wird bis heute spekuliert. Ein deutscher Wirtschaftskrimi der Nachkriegszeit. Der Renault-ähnliche Rhombus im Kühlergrill aber schmückte Autos, die dafür sicher nicht der Grund waren. Die langgestreckte Karosserie des Isabella Coupés eignet sich vorzüglich als Basis für ein Cabriolet. Isabella Limousine und Coupé waren hauseigene Entwürfe, ohne italienische Star-Designer-Hilfe. Noch heute überzeugt jede liebevolle Kleinigkeit. Vom technischen und gestalterischen Können her konnte Borgward durchaus mit den Großen der Branche mithalten. Mit 4,39 Meter war das Coupé genauso lang wie die Limousine, doch immerhin 13 cm niedriger. Der Nutzwert durfte sich aber ganz der schönen Linie unterordnen und ein großer Kofferraum ist für eine Reise zu zweit immer angenehm. Innen bot die Isabella gediegenen Komfort. Die obligate Lenkradschaltung war damals mehr eine Modeströmung als wirklich praktisch. Drucktasten, Zusatzinstrumente und eine Zeituhr waren Serie. Gehobene Mittelklasse für die neue Schicht der Besserverdienenden, denen ein Mercedes noch zu teuer oder schon zu protzig war. Der Einstieg durch die großen Türen ist einfach, die Sitzposition hinter dem weißen Lenkrad bequem. Sogar die Heizung ließ sich für Fahrer und Beifahrer getrennt regeln. Unter der Haube hatten die Isabella Coupés denselben Motor, nämlich den 75 PS starken 1500er aus dem beliebten TS-Modell. Das genügte für Tempo 150 und wurde allgemein als sportlich empfunden. Nachträglich geöffnete Cabrios wirken geschlossen oft unproportioniert. Doch auch hier macht die Isabella einen sehr ausgereiften Eindruck. Borgward-Spezialist Schreiber aus Vilsbiburg hat das Original von Deutsch bis ins kleinste Detail nachgebaut. Passform und Ausführung des Verdecks sind ihrem Vorbild sicher ebenbürtig, wahrscheinlich sogar besser. Deutsch wollte vor allem preiswert bleiben. Um dieses Dach überhaupt einbauen zu können, sind umfangreiche Verstärkungen im Bodenbereich notwendig. Nur bei der Rostvorsorge hielt sich Spezialist Schreiber nicht an sein Vorbild Deutsch, denn dort war man eher sorglos und baute nicht für die Ewigkeit.
Ein Schicksal, das viele Cabrios von damals teilen. Der Kunde sollte wohl bald wiederkommen. Dabei ist doch das gefütterte Verdeck auch bei schlechtem Wetter so gemütlich und alles andere als ein Notbehelf. Es wäre eigentlich wintertauglich, doch das wird ihm wohl keiner der heutigen Besitzer mehr antun. Kein Original und doch schön wie das Original, der Umbau eines Isabella-Coupés in ein Deutsch-Cabrio. Auch damals konnte man sein gebrauchtes Auto zum Umbau anliefern. Billig war es allerdings nie. Der Wertverlust dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Der Lustgewinn ist bei schönem Wetter enorm. Die Marke Borgward ist Legende. Viele kennen sie nicht mehr. Doch wer einst die schöne Isabella über die Straßen gleiten sah, für den hat sie sich unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. 'Cause I found something new.